Ich filme jetzt einfach mal. So, guten Abend Leute, hier ist wieder Gockel mal wieder. Und da ist der Kalle. Peace Kalle. Da ist der Buck. Hallo Buck. Ich mache eben mal ein kleines Video. Ja, ich war heute alleine. Ich habe, Gott sei Dank eigentlich war ich alleine, Kalle. Ich habe heute mal ein bisschen Zeit für mich gehabt, ne? Ja, der Max war Schule. Andi war bei sich heute drüben in der Firma. Und ich habe ein bisschen Zeit für mich gehabt und konnte das Auto mal abstimmen, heute endlich mal fertig abstimmen, weil ich habe wirklich kaum Zeit mehr. Ich zeige euch mal eben, was kam raus. 486 PS, nur habe ich leider aufgehört, weil die Jungs, ich weiß nicht, was an dem Auto ist, ich habe es ja bestimmt bei dem Live-Video schon gesehen. So, weiter geht's. Tut mir leid, die Kamera spinnt irgendwie ein bisschen rum. Ja, ich habe jetzt aufgehört bei der Leistung. Weil bei dem Fahrzeug, habt ihr bestimmt schon gesehen, bei dem Live-Video am zweiten Zylinder war die Kerze ganz schön verölt. Und ich habe das heute mal beobachtet, nach jedem Lauf habe ich die Kerze raus und die war immer verölt. Also der Motor zieht irgendwo Öl auf dem zweiten Zylinder, das habe ich dem Kunde gesagt, das weiß der auch schon. Der hat gesagt von Anfang an, wo die den Motor gebaut haben, der Motor ist übrigens nicht von uns, da ist nur der Aufkleber drauf, haben die von Anfang an, wo die den Motor zusammengebaut haben, war auf dem zweiten Zylinder Öl auf der Kerze. Auf jeden Fall, ich höre auf an dem Punkt, das Auto läuft soweit, das ist alles in Ordnung. Die Jungs werden den Motor aufmachen, wollen mal da reinschauen und ja, und gucken einfach mal danach. Aber laufen tut er schon mal nicht schlecht, 486 PS oder wie viel das waren, finde ich jetzt echt nicht übel. Ja, was habe ich noch gemacht? Wie gesagt, ich war heute alleine, ich konnte endlich mal die Kiste hier fertig machen. Was habe ich heute noch gemacht? Ich habe das Quaifgetriebe heute mal zusammengebaut. Das habe ich auch geschafft. Ja. Der ist jetzt auch endlich fertig. Da ist jetzt eine andere Auspuffanlage drunter. Der Rallye, ja, den kennt ihr ja schon. Den fahre ich immer abends rein, weil das natürlich ein teures Fahrzeug ist und ich möchte nicht, dass da draußen irgendwas damit passiert. Ne? Ja, der Golf ist fertig. Der ist eigentlich nächste Woche kann der Kunde den abholen. Der Kalle hat ihn heute schön geputzt. In. Jawohl. Ja. Mal schön wie neu. Hier Teppich, alles. Genau, der Max baut alles zusammen. Max baut noch unten die ganzen Verkleidungen da alles zusammen. Ne? Ja. Die ganzen Fächer nächste Woche. Und dann fahren wir noch 2-3 Runden damit. Dann dürfte das Ding auch fertig sein. Dann kann der Kunde das nächste Woche abholen. Ja. Dann haben wir wieder eine Kiste vom Hof, ne? 1, 2, 3, der Grüne ist auch fertig. Dann können wir nächste Woche ein paar neue Projekte anfangen. Hallo Buck. Warte mal. Hallo Buck. Hallo Buck. Hallo Buck, guck mal. Die Schnurre. Ja, ich habe heute meinen Dienst erledigt. Ach so, ja, was ich noch sagen wollte, Videos, ja, Jungs, ich will viele Videos für euch machen. Ich bin gestern auch bis 2 Uhr nachts, bin ich gesessen am Computer und habe Videos geschnitten von dem Fahrzeug. Hier habe ich schon meine Drohne. Ich wollte heute eigentlich mit der Drohne noch was filmen, weil mir noch ein paar Aufnahmen fehlen. Leider Gottes. Macht das Wetter nicht mit, ne Kalle? Ja. Seit heute Morgen um 11 oder was, schifft's bei uns, gestern genauso, ne? Yes. Morgens kommt kurz die Sonne raus und dann schifft's wieder und dann kannst du da gar nichts machen. Das ist echt eine Katastrophe, ne? Nervig, ja. Das ist wirklich nervig und deswegen, und jeden Tag irgendwelche Prüfstandvideos möchte ich nicht unbedingt machen, weil das wird auf die Dauer bestimmt auch langweilig. Wir haben noch ein paar geile andere Ideen, aber da muss halt das Wetter mitspielen, ne? Buck, jetzt bist du schöner hier. Mhm. Nochmal, die GoPro spinnt. Ich glaube, ich brauche eine neue GoPro. Was wollte ich noch sagen? Ach so, ja. Videos, weil viele gefragt haben, ja, Ruven ist weg, gibt es keine Videos? Doch, es gibt Videos. Es gibt genug Videos. Warte mal, ich richte mal die Kamera so ein bisschen auf uns. Es gibt demnächst genug Videos. Wir haben nur noch nicht genug Videomaterial. Ich habe gestern was angefangen. Mit einem Kundenfahrzeug. Wir haben noch 2-3 andere Fahrzeuge, die wir machen müssen. Leider spielt das Wetter nicht mit. Heute Morgen bis um, wie viel Uhr war das? Bis um 12, bis ja. Um 1, glaube ich, war schön Sonne, ne? Genau, dann hat
dann wollte ich weiter filmen, wollte ich noch ein paar Runden fahren, wollte ein paar schöne Aufnahmen machen, wieder Regen, 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 ne? Und ja, was soll ich sonst den ganzen Tag euch nur von der Halle immer irgendwelche Schraubereien filmen da? Ich habe gedacht, ich filme euch irgendwas Geiles von den Autos, aber ging halt leider nicht. Aber wir sind auf jeden Fall dabei. So, jetzt geht's wegen dem Hauptgrund, Kalle, ne? Wir wollten mal von euch wissen, was ihr so dazu sagt, wenn wir so eine Gockelparty starten, ne? Genau, Turbo-Gockelparty. Ja, ne? Ja, warum ich das Video aber hauptsächlich heute gemacht habe? Wir wollten, wir haben eine bescheuerte Idee, sag ich mal, ne? Aber eine geile. Aber eine geile Idee. Und zwar, ein Bekannter von uns hat eine Diskothek und ja, die könnten wir haben, ne? Die können wir haben. Die können wir haben. Und ich wollte schon immer so eine richtig geile Gockelparty machen mit richtig fetten DJs, aber keine unbekannten, die also mal irgendeinen bekannten DJ, ne? Genau, das wäre richtig fett. Jetzt wollten wir mal von euch einfach wissen, ob das eine gute Idee ist oder ob das eine scheiß Idee ist. Also wie gesagt, wir würden die komplette Diskothek kriegen und wir würden DJs einladen, gute DJs. Jetzt weiß ich ja, jetzt ist die Frage, was würde euch am besten gefallen? Techno oder R&B oder Hip-Hop? House. Also ich bin für Techno, ich hätte gern so einen richtig fetten Techno-Raum mit einem richtig fetten Techno-DJ oder EDM oder und da hier und Laser und alles und genau. Das wäre halt mega. Mega, ne? Das wäre mega. Und wir würden gerne von euch wissen, ob das eine gute Idee ist und wer ist vielleicht dafür, wer würde vielleicht kommen, wäre vielleicht geil, wenn ihr bei Facebook vielleicht einfach kommentiert, ich komm oder einer, ich komm nicht, ist mir zu doof oder wie auch immer, ne? Genau, Daumen hoch, ja. Dass wir mal wissen, ungefähr. Dass wir ungefähr wissen, wie viele Leute würden da kommen, ob sich das lohnt, so eine Party zu schmeißen. Genau. Weil in der Halle kann ich es leider nicht machen, das wäre, glaube ich, zu viel, ne? Haben wir schon gemacht. Haben wir schon gemacht. Und vor allem meine Nachbarn, ihr wisst ja, meine Nachbarn, ne, die drehen ja irgendwann durch. Ja, wollten wir noch irgendwas sagen, Karl? Sag du einmal, was wir machen. Wir haben drei Räume, wie gesagt, zur Verfügung. Ja. Ein großer und zwei kleinere, ne? Wir haben drei Räume zur Verfügung. Ja. Einen ganz großen Raum, genau. Zwei kleinere und da könnte man hier vollstopfen mit DJs, ne? Genau. Wäre halt gut, dass wir so flexibel sind, ne? Dass wir verschiedene Musik... Oder ja, verschiedene Musikrichtungen auf jeden Raum Fall. Vielleicht, ja. Im großen, dass man vielleicht richtig brutale, gute DJ ja. machen. Nur welche? Ich würde gerne von euch vielleicht wissen, wer steht auf welcher Musik? Genau, ein paar Vorschläge bringen. Vielleicht ein paar Vorschläge, ne? Ja. Und auf jeden Fall, wer dabei wäre, ob sich das, wie gesagt, für uns lohnt, so einen riesen Aufwand zu machen, genau, ne? Du musst es ja planen, ne? Weil ich muss ja das alles planen, ich und noch ein Kumpel, wir planen das dann und wir müssen hier, der DJ muss, das muss alles geplant sein, ja. Ne? Auf jeden Fall, wann wollte man das starten? In 4-5 Wochen, ja. Circa, ne? Ja, also schreibt, kommentiert, ob das gut ist, wer kommt, wer nicht. Wenn viele Anfragen da sind, weil es geil ist, weil ihr mit uns einfach feiern wollt, ne? Wir feiern dann so richtig, aber so richtig hier. Volles Programm, was geht. Und wenn ihr dabei seid, schreibt runter, wir sind dabei. Wir lesen uns das durch, wenn genug genau. dabei sind, werden wir wahrscheinlich so eine Facebook-Seite aufmachen. Genau, also sieht man ja oft, wenn man auf irgendwelche Events geht, dann klickt man drauf, interessiert oder ich bin dabei. Genau, gibt es ja so Eventseite, ne, oder was? Genau, ja, dann ja. wissen wir schon mal, wie viele Leute ungefähr kommen wollen, ne, ja. oder nicht. Und dann weil wenn da wirklich dann 1000 Leute kommen, dann müssen wir auf jeden Fall irgendwie Vorverkaufskarten genau, irgendwie richtig. Machen oder irgendwas, ne? Richtig, weil es scheiße ist, wenn wir so eine richtig große Turbo-Gockel-Party machen und dann sagen voll viele zu und dann steht die Hälfte draußen und kommt dort rein und keine Ahnung. Das genau, halt nicht, dass dann zu voll wird und die Leute kommen nicht rein oder genau. irgendwas. Deswegen müsste man das ein bisschen planen jetzt und wir wissen aber, wie gesagt, wir stehen da und stehen wie so ein Ochs auf dem Berg und wissen nicht, wie viel kommt da circa, wer hört welche Musik. Ne? Ja. Der eine steht auf Techno, dann sagt der andere wieder, ich gehe da nicht hin, da läuft Techno. Genau. Weißt du, wie ich meine? Ja. Ja. Deswegen wäre das geil, wenn die Zuschauer das einfach mal so ein bisschen vielleicht genau. kommentieren. Leichter, ja. ne? Dann haben wir es leichter und können das in den nächsten paar Tagen mal einschätzen, ja, was ihr da von der Sache hält. Ja. Ich finde es eine richtig geile Sache, weil ich bin sowieso so ein Partyfreak. Ja. Kalle, erst recht, ne? Und da könnt ihr auf jeden Fall mit uns hier Vollgas feiern. Ja, das war's eigentlich, ne? Ja. Ja. Ich wollte noch irgendwas sagen vorhin zum Video.
Habe ich das schon erwähnt? Ich weiß gar nicht. Aber ich sag's trotzdem nochmal. Videos gibt es in Zukunft trotzdem noch genüge, ne? Weil viele ja gesagt haben, Ruben ist jetzt nicht da, der Ruben kommt aber wieder, ne? Wahrscheinlich. Und solange mache ich trotzdem noch Videos, aber ich werde es nicht jeden Tag machen, weil ich lebe nicht von Videos, ich muss arbeiten, ne? Ich drehe ab und zu ein bisschen was, überhaupt kein Thema. Aber ich habe gestern bis nachts um zwei am Computer gesessen, habe schon was Geiles zusammengeschnitten. Nur wie gesagt, vorhin schon gesagt, das Wetter hat nicht mitgespielt. Bei uns schifft das nur da draußen. Aber ich habe ein paar richtig geile Ideen, aber das können wir leider Gottes nur machen und filmen, wenn wir da draußen sind und es ist einigermaßen schönes Wetter und es regnet nicht. Weil bei uns schifft es seit Tagen schon wieder. Ja. Vorgestern, vorgestern glaube ich, oder war das gestern? Weiß ich gar nicht, war mal zwei Stunden die Sonne, ne? Und dann war Ende. Ja. Ja, Jungs, lange Rede, kurzer Sinn. Ihr wisst, was Sache ist und es wäre richtig geil, wenn ihr da einfach mal jetzt kommentiert und was ihr von der Idee haltet hier mit dieser Gockelparty. Also wie gesagt, es wäre komplette Diskothek, ne? Und da könnt ihr einfach kommen und dann können wir hier richtig hier Projekt X Party machen. Und das Eskalation. Katastrophe. Ja, also, macht's gut, wir machen jetzt Feiern, wir gehen jetzt nach Hause. Ich schneide jetzt noch schnell ein bisschen das Video zusammen. Wer mit Turbo Goggle feiern will, Daumen hoch. Ja, mit Goggle ein bisschen feiern und das war's. Das war's. Also Jungs, macht's schönen gut. Schönen Abend, ciao. Ciao.